wife beater. Da begrüße ich euch mal wieder nach dieser geilen Einführungssequenz mit diesem seltsamen Tisch zu einer neuen Folge GTA 5 mit Mods. Und zwar befinden wir uns gerade hier wieder im Meer, auf dem Meer, im Ozean. Ich habe keine Ahnung. Und zwar vor der Küste von Los Santos auf meinem Flugzeugträger. Und im Hintergrund haben wir ein neues Flugzeug. Das ist ein Amphibienflugzeug, kann man quasi so sagen. Hatte ich ja letztens auch schon mal quasi in Form eines Hubschraubers. Und zwar kann man damit nicht nur fliegen, fahren, sondern auch auf dem Wasser landen. Das sieht man hier. Da sind diese keine Ahnung, wie heißen die Dinger? Ich weiß es gar nicht. Komme ich gerade nicht drauf. Ja, basiert so ein bisschen auf dem Titan. Ersetzt den aber nicht, ist nämlich wieder ein Add-on-Pack, also ein quasi neues Flugzeug. Wir haben einige Waffen hier dran. Ganz außen eine Minigun auf der linken Seite, ganz außen rechts auf der Seite eine Minigun. Hier noch eine Kanone, da hinten rechts noch eine Kanone. Und oben haben wir dann auch noch eine Kanone und wir können natürlich auch irgendwie Raketen verschießen. Oder ist das da oben zum Raketen verschießen? Ich weiß es gar nicht. Bin eben mal ganz kurz geflogen und das Ding fliegt sich wirklich sehr gut. Etwas schwerfällig, aber landet sich halt sehr gut auf dem Wasser und ja, wenn meine Stimme sich, Entschuldigung, gerade verabschiedet, würde ich sagen, probieren wir einfach mal aus, ne, das ist jetzt kein bestimmtes Flugzeug, das es in Wirklichkeit gibt, das ist einfach so, das hat der Modder sich einfach so zusammengestellt, finde ich aber wirklich sehr, sehr cool, sieht zwar von den Details her nicht so geil aus, aber kann man auf jeden Fall einiges mit anstellen, wir versuchen mal auf dem Wasser zu landen und wir versuchen jetzt gleich auch mal damit auf dem Flugzeuger zu landen. Beziehungsweise erstmal müssen wir hier starten und wir brauchen dann doch recht viel Platz, habe ich das Gefühl. So, gucken wir uns erstmal an. Ja, das sieht aus wie beim Titan, oder? Sieht das aus wie beim Titan? Ich weiß es gar nicht. Bin lang nicht mehr mit dem Titan aus der Ego-Sicht geflogen, beziehungsweise kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wir haben auf jeden Fall gerade einen Helm an, warum auch immer. So, das ist übrigens jetzt wieder der normale Flugzeugträger, weil sonst hätte ich gar keinen Platz hier zu starten. Der Enhanced, oder Enhanced, ist, glaube ich, dann ein bisschen zu Enhanced. So, rückwärts. Wir müssen uns hier noch so ein bisschen einfinden. Ja, so ist das gar nicht mal schlecht. Ja. Ja, rückwärts fahren hat er nicht so gern. Der will nicht rückwärts fahren. Na gut, okay, dann probieren wir es einfach mal. Noch ein bisschen nach links. Dann ist das gut, aber dann sollten wir vielleicht die Startbahn da hinten nehmen. Aber ihr seht schon, der beschleunigt nur sehr, sehr gemächlich, sage ich jetzt mal. So, guck mal, das ist doch gut. Oh Gott, da hinten kommt die Kante. Oh mein Gott, da kommt die Kante. Oh mein Gott, da ist die Kante. Wow, das war knapp. So, Fahrwerk. Hä? Das Fahrwerk war ausgefahren? War eingefahren? Wow. Gut, wir können auch auf dem Wasser jetzt landen, aber ich wollte ja erstmal das hier ausprobieren. Okay, das funktioniert. Ah, hier werden die. Ja, irgendwo da werden die abgeschossen. Ungelenkt, Panzergeschütz. Also auch geil. Da können wir jetzt gleich mal die Stadt ein bisschen unsicher machen. Und dann natürlich noch die Miniguns. Ja, so ein Flugzeug gibt es, glaube ich, wirklich nicht. So, Fahrwerk jetzt mal einfahren. Ich komme da trotzdem immer wieder dran. Ist ja auch egal, hinten ist der Flugzeugträger. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal auf dem Wasser zu landen. Wir probieren das mal. Ja, Schub rausnehmen. Und dann eine sanfte Landung wie im Bilderbuch, bitte, Patrick. Ja, bitte, bitte, bitte. So. Na, gut funktioniert, oder? Ja. So, jetzt wird es noch ein bisschen schwerer. Wir müssen jetzt erstmal einen Start machen. Ein Start vom Wasser aus. Na, dann geben wir erstmal wieder Gas. Und nicht, dass wir noch einen Vogel hinten mitnehmen. Yeah. Das funktioniert gut. Okay. Und jetzt nur noch auf dem Flugzeugträger landen. Das kann ja nicht so schwer sein. Haha. Und dann fahren wir jetzt gleich mal in die Stadt, fliegen mal in die Stadt und probieren mal unsere Kanonen aus. Und wir wollten ja immer noch hier den Flugzeugträger angreifen, wenn er mal voll bestückt, voll besetzt ist mit Soldaten. Ja, mittlerweile haben wir ja so viele coole Flugzeuge. Ich wollte ja auch alle mal nebeneinander gestellt haben, aber ich bin immer zu faul. Dann habe ich wieder so viele andere Sachen im Kopf und dann vergesse ich das wieder. Müsst ihr mich ansonsten immer auch gerne mal in den Kommentaren dran erinnern. So, wir machen jetzt eine geschickte Kurve. Gleich. Und dann versuchen wir mal zu landen.
Ich will das mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Ich als Superpilot, ja. Aber es ist schon cool, das Flugzeug. Das ist eine coole Idee. Es gibt ja auch ein so ein Flugzeug, gibt es ja so ein Dodo-Gedöns-Dings da, das auf Wasser landen kann. Aber sowas ist wirklich cool in der Größe hier. So, genau, Fahrwerk raus. Eigentlich müssen wir ja da hinten landen, aber wir landen dann so, wie wir eben gestartet sind. Ein bisschen schräg. Ist halt so. So, Schub rausnehmen. Landebahn anvisieren. So tun, als wenn man wüsste, was man tun würde. Ja, sehr gut. Ich bin begeistert. Okay. Passt das? Ja, ne? Ja, perfekt. Super. Guck mal hier, das ist gut. Ey, was stellen sich die Leute nochmal so an? Das ist ja gar nicht so schwer, auf dem Flugzeugträger zu landen. So. Jetzt aber mal in die Stadt. Zack. Wetter ist leider nicht so gut heute. Könnte ich ändern, mache ich aber nicht. Genau, genau. Aha, aha. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Kann ich mit leben. Wenn man mit dem Ding jetzt noch in den Weltraum fliegen könnte, dann könnte man eigentlich alles machen. Wobei ich ja den Cargo-Bob, das Cargo-Plane-Bob-Hubschrauber-Gedöns noch ein bisschen interessanter fand. Das am besten. Boah, alter Schwede. Bräuchte jetzt eigentlich noch einen Co-Piloten, der hier ja, entweder für mich fliegt oder für mich dann schießt. Ja, sollen wir mal hier ein bisschen Stress machen? Wir fliegen erstmal zum Flughafen, gucken mal, was da so ist. Gucken, dass wir die Polizei auf den Plan rufen. Aufpassen, dass wir nicht gegen den Kran fliegen. Ja, gut. Hab mich ein bisschen warm geschossen. Gut, das mit den Rädern, das stört mich jetzt so ein bisschen mit dem Fahrwerk. Kann man das hier irgendwie ganz einklappen, aber ist wahrscheinlich auch nicht so einfach als Mod, das so hinzubekommen. Die müssen ja halt komplett dann, ja. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hier ist gar kein Flugzeug gerade. Dann machen wir hier einfach ein bisschen Stress. Uah. Wow, das war tief. Das war tief. So tief wollte ich gar nicht. Ich übe das noch ein bisschen. Wow. Ach, guck mal hier, ein Hubschrauber. Boah, das ist gar nicht so einfach, hier mit seinen Runden zu fliegen. Alter Schwede. Keine Ahnung, wo der Helikopter jetzt hin ist. Ich sollte mal auf die Karte gucken. Egal. Ja. Hui, das war knapp. Ich dachte eigentlich, ich würde irgendwas treffen. Vielleicht dann doch eine Rakete nehmen. Bisschen einfacher, oder? Vor allem, wenn die lenkbar sind. Wow. Ja, irgendwie komme ich mit dem Ding noch nicht ganz klar. Also mit dem Flugzeug. Mit meinem Ding ist alles in Ordnung. Sorry, musste sein. Kennt das ja. Jetzt, hochziehen, hochziehen, hochziehen. Boah. Ich mache hier noch einen Unfall gleich. Ich mache hier gleich noch einen Unfall. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch momentan wieder genug Fahrzeuge und Flugzeuge uns angeguckt, oder? Ich muss nochmal nach was anderem suchen. Es gibt noch so viele andere Sachen. Aber momentan bin ich echt auf so Fahrzeuge, Flugzeuge, alles Mögliche fixiert. Ich muss halt sagen, ich finde es cool, dass es so möglich ist. Hier einfach so auf Wasser zu landen. Wirklich cool. Respekt an den Modder. Und an mich für diese wunderschöne Landung bei Sonnenuntergang. Geil, oder? Dann kann man hier auch so ein bisschen, ne? So. Okay. Ist gar nicht so einfach bei den Wellen. Das ist auch cool, oder?
Ah, nein! Warum? Ja. Wow! Wow! Alter! Sorry! Ach, jetzt... Ah, Mann! So. Ja, es funktioniert nicht, da müssen wir ein bisschen... Ja, okay. Okay, boah, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Oh Gott, jetzt nehme ich den ganzen Parkplatz mit. Nein, ich krieg die Kurve nicht hin. Nein. Okay. Ja, super. Das hat ja gut funktioniert. Ja. Mhm. Ja gut, okay. Es war einfach nur mal ein Versuch. Ich wollte euch das einfach mal so zeigen zum Wochenende. Es war jetzt mal so ein spontanes Video. Weil ich das halt wirklich so auf den ersten Blick... Ich gucke halt, wie gesagt, immer auf meiner Modding-Seite, sehe dann da so die Mods und denke so, ja, das könnte lustig sein oder so. Hatte ich gerade Lust drauf. Ich habe irgendwie eine Faszination für Wasserflugzeuge, die wirklich auf Wasser landen können. Und ja, weil es gar nicht so einfach als Pilot, also insgesamt Piloten... Wundere ich sowieso, was die so leisten, auch von Passagiermaschinen und so, was die für eine Verantwortung haben. Kann man natürlich jetzt sagen, ey, Busfahrer auch und so, ja gut, das ist, ja. Aber dann noch auf dem Wasser zu landen oder Wasserstart und so, das ist ja besonders schwierig. Deswegen, ich habe mir da früher immer gerne so Dokumentationen zum Beispiel über Löschflugzeuge und so angeguckt, die dann auf dem Wasser landen, dann quasi bei der Landung noch schon das ganze Wasser in den Laderaum pumpen und rein befördern und dann halt Waldbrände damit löschen. Das ist natürlich, also das ist ein Job mit einer unglaublich großen Verantwortung, also für sich selber, für das Flugzeug und dann halt versuchen auch noch den Wald zu retten, den Brand zu löschen und so. Ich kann aber versuchen, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so ein Löschflugzeug oder so, sowas würde mich mal interessieren. Und ich hatte ja sogar mal eine Feuerwehrmod hier gezeigt, leider nur eine Folge, weil es da nicht so viel zu gab, kann man ja auch nochmal gucken. Wie gesagt, immer eure Meinung, eure Hinweise, wenn ihr irgendwie coole Mods oder Challenges, Herausforderungen habt, gerne in die Kommentare, gerne noch einen Daumen nach oben da lassen auf diesem Video. Und dann würde ich sagen, okay, das war einfach mal ein neues Video von einem Amphibienflugfahrzeug, das im Wasser landen kann, auf dem Wasser landen kann. Und ja, euch natürlich ein schönes Wochenende. Guckt gerne auch am Wochenende mal auf meinem Kanal vorbei, da kommen noch einige coole Videos. Heute kommt, glaube ich, noch The Town of Light, eben kam, denke ich, dann noch Rainbow Six. Siege Kingdom Come Deliverance kommt nochmal irgendwann bestimmt, wenn ich dazu komme. Und ich habe auch noch ein cooles neues Projekt. Mal gucken, wann das kommt. Also lasst euch da überraschen. Ich habe auf jeden Fall noch viel ja, auf der Agenda stehen. Und auch gerne mal bei Facebook oder bei Twitter vorbeigucken. Und ja, das war dann genug Werbung. Euch ein schönes Wochenende und dann bis das. Das war GTA 5, wollte ich sagen. Ciao. Da begrüße ich euch mal wieder nach dieser geilen Einführungssequenz mit diesem seltsamen Tisch zu einer neuen Folge GTA 5.